Etappe der Sektherstellung bringen Hefe und Zucker die zweite Gärung in Gang. Die Hefe im Sekt muss natürlich wieder raus. Dafür werden die Flaschen gerüttelt und die Hefe sammelt sich nach und nach unten im Flaschenhals. Dieser Hefepfropf wird vereist und durch den Druck wieder rausgeschossen. Das nennt man Degorgieren. Wow, das sah aber gerade ziemlich cool aus. Kann ich das nochmal sehen?